Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um das Thema, wie ihr das Galaxy S4 Mini sehr, sehr schnell machen könnt. Das zeige ich euch natürlich in dem Video und jetzt erstmal das Intro. So, um das Ganze zu machen, jetzt werden wir nochmal kurz den Speicher bereinigen, das werde ich euch zeigen, was es bringt. Jetzt gehen wir in den Task Manager und jetzt werden wir mal den RAM anschauen. Und hier sehen wir, trotz Touchwitz, 425 MB. Wir können das natürlich wieder bereinigen. Das geht dann wieder auf 350 MB zurück. Das setzt der RAM-Speicher. Das Ganze spiegelt sich natürlich in den Apps wieder. Wir haben hier ganz, ganz wenig Samsung-Apps nur noch. Also sozusagen alle Samsung-Apps wurden gelöscht. So, um das Ganze zu erreichen, downloadet ihr euch das in der Beschreibung. Die Voraussetzung ist natürlich, dass euer Handy gerootet ist. Das heißt, Recovery World Clock Mode muss drauf sein und Super-User-Rechte. Also sollte einmal hier das Zeichen sein, Super-User. Ich werde natürlich nochmal in die Beschreibung setzen, wie ihr das Galaxy S4 Mini rooten könnt. Und dann gehen wir in die, das, was ihr gedownloadet habt, i9195 und diese Datei hier. Die ist nicht groß. Ich glaube nur 900 Kilobyte oder so. Und dann schalten wir das ganze Gerät aus und rebooten in das Recovery-System. Um in das Recovery-System zu kommen, müsst ihr Volumen Up, Home-Button und Power-Button gedrückt lassen. So, jetzt ist hier oben einmal eine blaue Schrift. Und dann haben wir jetzt hier Recovery with Clock Mode. So. Das erste, was er macht, geht auf Install Zip, das zweite. Dann gehen wir auf Choose Zip vom SD-Card oder Internationalspeicher, da wo ihr die Datei habt. Ich habe es jetzt auf dem internen Speicher, also gehe ich auf Choose Zip vom Internationalspeicher. Dann lädt es kurz. Und dann gehen wir auf Downloads oder da wo ihr die Datei habt. Und jetzt haben wir hier einmal die Datei. So. Das bestätigen wir dann mit Home-Button und dann gehen wir auf Yes Install. Das laden wir durch und es ist fertig. Es wurden alle Apps gelöscht und jetzt können wir das ganze Handy neu hochfahren. Und dann werde ich euch zeigen, dass die ganzen Apps weg sind. So, nun ist das Handy frisch hochgefahren. Und jetzt sehen wir, es ist sofort einsatzbereit, es ist sofort hochgefahren und alle Samsung-Apps sind weg. Jo, es sollte bei euch klappen, wenn ihr Super-User-Rechte habt. Wenn ihr keine habt, dann weint mich nachher nicht voll, dass euer Handy kaputt ist. Ich habe es euch gesagt, dass ihr Super-User-Rechte und sowas braucht. Und gucken wir nochmal auf den Arbeitsspeicher. 458 MB, da kann man echt nicht meckern. So, ich hoffe, es hat euch gefallen und like, kommentiert, abonniert meinen Kanal und bis zum nächsten Mal.